Unsere freiwillige Feuerwehr in Rheinfelden übernimmt wichtige, elementare Aufgaben für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Nicht nur im Bereich des Brandschutzes und in der Brandbekämpfung, sondern auch bei Umwelt- und Naturereignissen sowie in der Personenrettung. Dafür benötigen wir eine optimale Infrastruktur. Deswegen haben Feuerwehr und Gemeinderat eine Feuerwehrkonzeption beschlossen, in der das zentrale Feuerwehrgerätehaus eine ganz wesentliche Rolle spielt. So können wir auf lange Sicht gewährleisten, dass die Feuerwehr dauerhaft 365 Tage im Jahr bei Tag und Nacht einsatzbereit ist. Deshalb freue ich mich auf das neue Gebäude, das unserer Feuerwehr optimale Rahmenbedingungen für die Zukunft bietet. Der Neubau des zentralen Feuerwehrgerätehauses ist ein lange gehegter Wunsch unserer Feuerwehr. Die Realisierung dieses Projekts bedeutet für mich persönlich, dass wir das System Freiwillige Feuerwehr auf zukünftige Beine stellen wollen und werden. Zukunftsfähig heißt, wir müssen uns den Problemen des heutigen Feuerwehralltags stellen. Und ich meine damit Themen wie Tagesalarmsicherheit, ein zunehmendes Einsatzspektrum, unfallträchtige Raumsituationen, denen wir begegnen müssen, und hauptamtliches Personal, das wir in Zukunft vielleicht bekommen werden. Natürlich werden auch unsere Fahrzeuge immer wieder größer. Ich könnte noch viele Beispiele dazu nennen. Es ist mir dabei aber auch durchaus klar, dass wir bei etwa 260 aktiven Feuerwehrangehörigen nicht nur Leute haben werden, die zu diesem Thema Hurra schreien werden. Schließlich gilt es, für die vier betroffenen Abteilungen Abschied nehmen zu müssen von Liebgewonnenem, einer vertrauten Umgebung, der direkten Nähe zu ihrer Einwohnerschaft in den Teilorten und vielem mehr. Im Landkreis Lörrach ist uns unsere Nachbarwehr in Weil am Rhein diesbezüglich bereits einen Schritt weiter, auch oder voraus. Auch die Feuerwehren in Tuttlingen haben diesen Schritt erfolgreich getan. Wir haben uns bei beiden Wehren jeweils vor Ort umfassend über die Thematik informiert. Beide Feuerwehren haben uns Ähnliches berichtet: Unmut über den Zusammenschluss, Bedenken, Austrittserklärungen und vieles mehr. Ein Blick zurück aber wird von neuem Elan, von gestiegenem personellen Interesse, von einer modernen, zeitgemäßen Arbeitsbedingung und vielem mehr gesprochen. Wir sind zuversichtlich, dass es bei uns auch so sein wird. Die Einsatzabteilung wird bei zwei Löschzügen die Einsätze auf viele Schultern verteilen. Gerade auch für junge Leute eröffnet sich je nach Neigung neue Zukunftsperspektiven in Sachen Ausbildung. Zum Beispiel kann jemand Drehleitermaschinist werden, der auch aus der Abteilung Grasau, Warmbach oder Nollingen kommt. Es besteht die Möglichkeit, in der Führungsgruppe oder in der Messgruppe mitzuwirken. Vieles mehr, das sind Dinge, die wir unseren Leuten offen lassen, was und wie sie es tun möchten. Auch wenn es dem einen oder anderen manchmal schwerfallen mag, ich persönlich bin sehr zuversichtlich, dass wir zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat den richtigen Entschluss für das ehrenamtliche System Freiwillige Feuerwehr in der Zukunft gefasst haben und natürlich auch im Sinne der Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die auch in Zukunft von uns schnelle und kompetente Hilfe erwarten und damit rechnen dürfen. Ja, die Feuerwehr steht für die Sicherheit in unserer Stadt. Gerätehäuser, zum Beispiel der Abteilung Rheinfelden, entsprechen ja nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Tagesalarmbereitschaft sind neue Strukturen in einem zentralen Feuerwehrgerätehaus zwingend. Der Standort an der Römerstraße ist verkehrsgünstig gelegen und das Stadtgebiet Nollingen-Warnbach und auch das Schildgassen-Gewerbegebiet sind schnell erreichbar. Die Anforderungen an die Feuerwehren sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Damit sind auch die technischen Ausrüstungen der Feuerwehr komplexer und umfangreicher geworden. Und von den Feuerwehrleuten wird deshalb immer mehr verlangt. Damit einhergehend sind die technischen Ausrüstungen für Feuerwehren komplexer und umfangreicher geworden. Und dazu kommt, dass die Verfügbarkeit von Feuerwehrangehörigen durch die eigenen beruflichen Anforderungen abgenommen haben. Das neue Feuerwehrhaus ist die logische und lang geplante Folge davon, indem mehrere Abteilungen zusammenlaufen, gemeinsam beste Arbeitsbedingungen vorfinden, auch um ihren freiwilligen Dienst optimal ausüben zu können. Schließlich wird auch für die eigene Sicherheit der Feuerwehrmänner und der Feuerwehrfrauen eine gute Basis gelegt. Endlich ist es soweit.
Nach Jahren der Überlegungen und Diskussionen können wir nun den notwendigen und bedeutenden Schritt für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr und unserer Stadt gehen, den Bau des zentralen Feuerwehrgerätehauses. Hiermit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die anspruchsvollen Aufgaben der Gegenwart und Zukunft und den zunehmend funktionalen Anforderungen an die Feuerwehr. Mit dem Bau werden optimale Verbesserungen im technischen und organisatorischen Bereich geschaffen. Ein richtiger und wichtiger Schritt in die Zukunft unserer Feuerwehr und ihrem Dienst am nächsten. Vor 12 Jahren hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zum Bau eines zentralen Feuerwehrgerätehauses gefasst. Heute befinden wir uns mit dem laufenden Architektenwettbewerb fast auf der Zielgeraden. Nachdem ein neues Baugebiet mit der Möglichkeit zentraler Anbindungen gefunden worden ist, erhoffen wir uns durch diesen Wettbewerb optimale Lösungsvorschläge für das Gebäude. Dies betrifft vor allem das städtebauliche Konzept, die Architektonik, Qualität und Funktionalität sowie die Wirtschaftlichkeit. Last not least fordern wir jetzt schon ein, dass sich das Finanzdebakel des Rheinstiegs nicht wiederholt, sondern sich die Kosten im Rahmen der veranschlagten 10,5 Millionen Euro bewegen.